Offenbar befand sich das fehlende Geld in Stapeln auf diesen Paletten hier. Oh oh. Dann war es also nicht in einem Koffer oder in einer Kiste, oder? Ich wusste es. Nein, zumindest nicht laut Miss Woodsafes Aussage. Und ich wusste es, bevor ich den Ventilator gesehen habe. Hm. So viele Banknoten sind doch sicher unglaublich schwer, oder nicht? Eine Person allein hätte sie sicher nicht wegbringen können. Vielleicht suchen wir ja nach einer Gruppe von Bankräubern. Oh Gott, es ist ja schon 22 Uhr durch! Und ich sollte endlich mal meine Uhr umstellen. Ja, tut mir leid. Hm, messerscharf kombiniert, mein Guter. Bankräuber sind selten allein unterwegs. Ein Bankräuber kommt selten allein. So wie die Panzerknacker. Kann gut sein, dass sie da recht haben. Und jetzt Cock. Nein, jetzt wird die Leiche. Ach so, ja, die war ja auch noch. Kann man nicht lieber den Cock zuerst nehmen? Ich mag den Cock. Danach. I like cocks. I like long big cocks. I like big and long. I like big butts, but I cannot lie. You other bros can deny that when a girl walks in with an itty bitty face and a round thing in your an itty bitty waist and a round thing in your face, you get wie auch immer. Ja. Aber du weißt, welches Lied das ist. Ja. Gut. Oh my God, Becky. Herrje, sind das die Kreideumrisse von Sickleston, dem Filialleiter? Yep. Da haben wir ihn heute Morgen gefunden. Offenbar hatte er sich den Kopf gestoßen, als er hinfiel und verlor das Bewusstsein. Also brachte man ihn in einem Krankenwagen weg, wie ich schon erwähnte. Ich ließ die Jungs die Stelle markieren, an der man ihn fand. Das Kreuz markiert die Stelle. Da ist der Schatz vergraben. Nur für den Fall, dass das noch wichtig ist. Dadurch sieht es irgendwie aus, als wäre hier ein Mord passiert, oder? Gottlob wird das wohl nicht so sein. Offenbar sind seine Verletzungen nicht lebensbedrohlich. Aber Krankenhäuser sind lebensbedrohlich. Oh ja. Aber er ist noch nicht wieder bei Bewusstsein, stimmt's? Nein, er schlummert sanft wie ein Lamm, seit er gefunden wurde. Was meinen die meinen Ermittlungen wirklich nicht gut tut? Wenn wir ihn einfach fragen könnten, was er gesehen hat, wäre unsere Lage deutlich besser. Können wir als erstes mit dem Banker reden, weil ich glaube, bei dem kriegen wir keinen Hinweis, sondern meinem Kopf, und es fehlt nun zu noch einen Hinweis und ich will mit dem reden. Also, Ihr Tresorraum ist von innen genauso beeindruckend wie von außen, Mr. Banker. Freut mich, das zu hören, junge Dame. Der Hermit 5000 ist der Stolz unseres Unternehmens, muss ich zugeben. Oder zumindest war er das. Es ist ehrlich gesagt äußerst peinlich, dass er so einfach geknackt wurde. Und dann noch das mit den 100 Millionen. Ich mache Ihnen da nichts vor. Das könnte sehr gut das Ende der Large Reserve Bank sein. Deshalb müssen wir herausfinden, wer dahinter steckt und den Mistkerl zur Strecke bringen. Ah. Ich werde mein Bestes geben und den Fall für Sie lösen, Mr. Banker. Wir werden diesen Mistkerl finden. Das verspreche ich Ihnen. Ah, tut mir leid. Ich habe mich da wohl ein wenig aufgeregt. Herrje, wenn das ein wenig aufgeregt war, dann möchte ich ihn nicht wütend sehen. So, jetzt guck, guck. Guck! Oh, hallo, Cockbooker. Sie ermitteln also in diesem Fall? Könnten Sie uns sagen, was Sie herausgefunden haben? Natürlich. Gut, ich habe einige wichtige Personen befragt und, ach ja, hier steht es ja. Offenbar befanden sich neben dem Gold auch Kunstwerke und sehr teurer Schmuck im Tresorraum. Allerdings haben die Diebe nur Banknoten entwendet im Wert von, 100 Millionen Pfund Sterling. Also blieb alles andere unangetastet. Äußerst merkwürdig. Apropos Antasten. Vielleicht hatte der Täter einfach nur keine Lust, alle Schubladen durchzugehen. Sind ja nicht gerade wenige. Geh bloß nicht davon aus, dass der Schurke so stinkfaul ist wie du, Cat. Vielleicht hatte er ja auch nur nicht die Zeit, mehr als die Banknoten mitzunehmen.
Da könnte Nadelstreifen durchaus recht haben. Also meinen Aufzeichnungen zufolge kann es schwierig sein, Kunstwerke zu verkaufen, ohne eine Spur zu hinterlassen, müssen Sie wissen. Ja, das könnte der Grund sein, warum nur das Bargeld fehlt. Abgesehen davon steht hier, dass ich meine Ermittlungen im Tresorraum fortsetzen muss. Also... Oh, das ist gemein. Also das ist echt fies, dieser Spruch. Auch wenn er nicht so gemeint war. Ich verstehe das Problem nicht. Ist doch nur farbiges Papier. Ja, wär's weißes Papier, wär's wohl besser, oder was? Nein, Quatsch. Also, eigentlich war gemeint nicht, dass es farbig, auf farbig bezogen, sondern auf das Papier. Ich weiß schon. Aber ich finde, das hat so viel Rassismuspotenzial. Ja, farbiges Papier. Wertloser als nein. Nein, so fangen wir nicht an. Weil's auch, Ich glaube, wir haben fürs Erste genug hier drin gesehen. Aber das ist wieder so der Humor, der bei Tendocast sarkastischerweise raushängen würde. Deswegen, das färbt auf mich ab sozusagen, also... Das ist witzig. Nein? Das, du musst noch... Ich muss hätte das lesen müssen, oder? Ja. Ja. Ich habe gedacht, du hättest... Oh, Miss Layton. Sie wissen also schon, wer es war? Nein, noch lange nicht. Da müssen wir zuerst noch ein wenig ermitteln. Gut, ich habe jetzt leider geschäftlich zu tun. Also überlasse ich das Feld Ihnen, wenn es Ihnen recht ist. Gar kein Problem. Wir übernehmen das ab hier, Mr. Banker. Ja, ich verdrehe die Worte jetzt. Ja, und keine Sorge, ich hatte schon vorher große Angst vor Krankenhäusern. Ja. Nee, auf jeden Fall, das mit den Worten verdrehen, das war jetzt nur, weil es so eine gute Gelegenheit war, nicht weil... Ja. Was? Bestattungsinstitute sind besser als Krankenhäuser? Ja, das sind sie. Ja, weil... Ist gleich tot. Ja, da weißt du wenigstens, dass derjenige... Ja, stimmt. Okay. Danke, Miss Layton, und viel Glück. Dann mal bis später. Seiner Bank fehlen 100 Millionen. Ja, das hat er sicher so, da hat er sicher also einiges geschäftlich zu tun. Also, Cat, angesichts unserer bisherigen Ermittlungen würde ich sagen, es ist so abgelaufen. Was? Sie haben eine Theorie, Inspektor? Warum denn so überrascht? Ich bin schließlich Kriminalhauptkommissar Cat. Ich bin schließlich Kriminalhauptkommissar Cat. Moment, nein, ich bin Hastings. Also, ich gehe davon aus, dass der Dieb sich irgendwann gestern Nacht in die Bank geschlichen hat. Oder eben die Diebe. Dann haben er oder sie gewartet, bis der Filialleiter am Morgen ankam und ihn dann gezwungen, den Sicherheitscode einzugeben. Und dann haben er oder sie sich nur das Bargeld geschnappt, weil es das erste war, was man hier drin sah. Mit dem Gold haben er oder sie sich gar nicht abgegeben, weil es ihn oder sie während der Flucht zu sehr behindert hätte. Am Ende haben er oder sie, Sickelsten, noch eine verpasst und dann ab dafür. Also, was sagen Sie? Ich glaube, genau so war es. Vielleicht war es ja so. Aber genau was weiß man nicht. Moment, Sie meinen, ich könnte mich täuschen? Nun, der Wachmann war vor dem Geschäftsschluss bis heute Morgen die gesamte Nacht über im Foyer. Aber er behauptet, er hätte die ganze Zeit über nichts Ungewöhnliches gemerkt. Nichts Gewöhnliches. Nichts Ungewöhnliches gemerkt, nicht wahr? Und ich meine, jeder, der ihn hätte reden hören, wenn er jemanden gesagt hätte, hätte sofort losgelacht. Also wissen Sie, das ist jetzt echt gemein von Ihnen. Hören Sie auf, so zu lachen. Das ist so gut. Jetzt ist aber mal wirklich gut. Wenn Sie etwas sagen... Wenn Sie etwas sagen möchten, dann sagen Sie es mir bitte ins Gesicht. Sie sind nicht gut für meine Gesundheit. Na sehen Sie, war doch gar nicht so schwer. Ja schon, aber...
Ganz zu schweigen davon, dass er direkt nach dem Vorfall heute Morgen zu Protokoll gab, niemand außer Mr. Sickleton gesehen zu haben. Also ist Ihre Theorie nicht nur langatmig, sondern sie erklärt auch nicht, wie der oder die Verbrecher die Bank ungesehen betreten oder verlassen konnten. Ach, da haben Sie wohl recht. Alles nochmal von vorne. Ja, mal schade. Die Bank bekommt tierischen Ärger, wenn wir den Fall nicht bald lösen. Der Diebstahl von 100 Millionen Pfund wird für Schlagzeilen in der gesamten Hauptstadt sorgen. Deswegen ist ja auch alles so geheim. Die Presse darf davon nicht Wind bekommen. Das heißt also, der Vorfall wurde noch nicht öffentlich gemacht? Nein, und Miss Goodsafe versucht uns mit Nachdruck nahezulegen, dass das auch so bleiben soll. Wäre gar keine gute Publicity für die Bank. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die einfach nur zu blöd waren, den Ventilator abzustellen. Für wahr, wenn man das nicht richtig angeht, könnte das sogar dazu führen, dass die Bank schließen muss. Also, wie schon gesagt, kein Pieps nach draußen, verstanden? Als Polizeibeamter darf ich das der Öffentlichkeit allerdings nur 24 Stunden vorenthalten. Wir müssen das Geld also vor Ende des Tages finden. Erzählen Sie aber Ihren Nachbarn nichts davon, ist das klar? Als ob mir auch nur ein Wuff über die Lippen käme. Da fällt mir ein, wir müssen Miss Goodsafe noch ein paar Fragen stellen. Sie müsste ja noch vorhin schnell weg, nicht wahr? Mhm. Übrigens, ihr seid gerade alle Zeugen eines zu vertuschenden Geheimraubs. Ja. Alles live, wir berichten darüber. Mhm. Und die Polizei will uns alle belügen darüber. Beziehungsweise uns im Dunkeln lassen. Ja. Sie sagte, wir finden sie in ihrem Büro, wenn wir sie brauchen. Gut, dann gehen wir doch mal nach oben. Gehen Sie schon mal vor, ich bleibe hier und ermittle weiter am Tatort. Okay. Bling. 2 Golddublonen und 3 Hinweise. Wer auch immer hinter diesem Bankraub steckt, er hat es irgendwie in die Bank geschafft, wo er den Tresorraum geöffnet, den Filialleiter niedergeschlagen und sich dann mit 100 Millionen in bar aus dem Staub gemacht hat. Wie lange wollen wir noch machen? Bis 2 Stunden durch sind. Wie lange sind es denn? Noch 15 Minuten. Okay. So, dann wollen wir jetzt mal hoch ins Büro. Büro des Filialleiters. Tap, 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 tap. Entschuldigen Sie, Störung, aber... Oh, Mr. Banker ist ja auch hier. Offenbar unterhält er sich gerade angeregt mit Miss Goodsafe. Lassen Sie mich mal eines klarstellen, Bianca. Sie sind die Generaldirektorin der Large Reserve Bank, also übernehmen Sie auch die Verantwortung für Probleme wie dieses hier. Wenn die Leute hören, dass wir 100 Millionen Pfund verloren haben, gibt es einen Ansturm auf die Bank. Sämtliche Kunden wollen dann ihre Einlagen zurück. Und wenn das passiert, sind wir erledigt. Verstehen Sie das? Klar und deutlich, Mr. Banker. Na gut, ich setze mein vollstes Vertrauen in Sie, Bianca. Sie bekommen das schon hin. Es gibt da ein Problem. Was? Nichts. Vergessen Sie's. Also, was machen Sie als nächstes, Mr. Banker? Der Ventilator im Hermit ist defekt. Ich muss den Kerl vom Wartungsdienst rufen, damit er ihn sich ansieht. Und spätestens dann hätte es sich sowieso nicht erledigt, weil der Typ vom Wartungsdienst das Geld sicherlich hätte mitgehen lassen. Tun Sie's nicht! Verstehe. Bianca, haben Sie, wenn Sie etwas zu sagen haben, dann raus damit. Nein, wirklich. Alles gut. Okay, in dem Fall bin ich dann mal weg. Übernehmen Sie fürs Erste Sickletons Aufgaben, ja? Wird erledigt. Ja, holla. Die stecken ja richtig in der Klemme. Was? Wir müssen die miesen Kläffer erwischen, die das getan haben. Oder den Kläffer. Oder die Klefferin. Ihr werdet niemals den Tag vergessen, an dem ihr beinahe... Jack Sparrow. Oder war das? Ja. Ja. Gefangen hättet. Ja. Ah, Miss Layton. Ich hatte sie gar nicht gesehen.
Wie laufen die Ermittlungen? Gut, denke ich. Wir würden nur gerne noch... Was machst du da? gerne noch einmal mit Miss Goodsell sprechen. Nur zu. Bis später dann. Oh, weg ist er. Bis später dann. Bis später dann. Ich erwarte sie in meinem Privatbüro. Auf der Couch.